Ultrea, wenn der Jakobsweg ruft. Ein Reisebericht von und mit Alex Bolte. Warum geht jemand den Jakobsweg? Diese Frage muss sich wohl jeder selbst beantworten. Zu vielschichtig und individuell sind die Gründe. Es scheint irgendwann die Zeit dafür zu sein. Plötzlich weiß man, dass man es tun will. So als wenn der Camino dich ruft. So war es eigentlich bei mir. Alex Bolte, 44 Jahre, verheiratet, Vater von 2 Kindern, Unternehmer, Musiker, Sprecher und Einfamilienhausbesitzer. Ich kann nicht behaupten, dass ich religiös bin. Auch habe ich weder einen schweren Schicksalsschlag noch eine schwere Krankheit zu verarbeiten. Es ist tatsächlich die Summe aus verschiedenen Dingen, die mich dazu bewegt haben. Das Leben hat es bisher eigentlich recht gut mit mir gemeint. Ich habe eine tolle Familie, bin seit fast 10 Jahren recht erfolgreich selbstständig in dem Beruf, den ich mag, und gesundheitlich ist auch alles bestens. Was will man denn noch mehr im Leben? An wen oder was soll ich aber meine Dankbarkeit adressieren? An Gott? An mich selbst? An die Natur oder das Universum? Ich weiß es nicht. Und dennoch bin ich manchmal nicht sicher, ob ich zufrieden bin, trotz meiner doch guten Lebensumstände. Ich muss die Komfortzone anscheinend verlassen, um es wieder zu erkennen und schätzen zu lernen. Glaube? Ich bin katholisch getauft, habe zumindest im Grundschulalter an Feiertagen in der Kirche gesessen, Kommunionsunterricht mitgemacht und katholische Religion in der Schule gehabt. Natürlich gab es für mich zweifelsfrei den lieben Gott in dieser Zeit. Ich hatte derzeit fest daran geglaubt. Im heutigen modernen Leben ist davon natürlich nichts mehr geblieben. Ich versuche mal reinzuhorchen, was vom Draht nach oben noch übrig ist. Zu viel Kopf. Wer kennt es nicht? Familie, Haus, Beruf und auch Hobby füllen uns aus. Beruflich besonders. Immer und für alles verantwortlich zu sein. So manche Nacht fällt es mir schwer, meine Gedanken abzuschalten, um in den Schlaf zu kommen. Als Eltern machen wir uns Gedanken über die Zukunft unserer Kinder und werden tagtäglich mit Nachrichten konfrontiert, die mich am Horizont vor lauter Gewitterwolken keine Sonne mehr sehen lassen. Mit den Ängsten der Menschen wird eben gern gespielt. Zudem die Überfütterung durch unsere laute Medienwelt. Überall und immer erreichbar sein. So manches Mal wird mir das alles zu viel und ich wünsche mir nichts sehnlicher als Ruhe und Frieden. Einfach nur den Puls der Natur spüren und die Lautstärke, die in meinem Kopf herrscht, aushallen zu lassen. Natürlich gibt es auch ganz profane Gründe, wie die Freude am Wandern, der Bewegung an der frischen Luft, in der Natur. Auch Harpe Kerkelings Buch »Ich bin dann mal weg« weckt Neugier auf den Camino. Ich selbst konnte mich eigentlich nicht wirklich dazu durchringen, so lang aus dem Hamsterrad zu springen. Meine Frau ermutigte mich, es doch einfach zu tun. Sie nimmt das Ruder für die Zeit in die Hand und sie werden schon auch mal ohne mich klarkommen. Ein Erlebnis gab mir allerdings einen initialen Stoß in die Richtung. Meine Familie flog kurz vor meinem Jakobsweg in die Ferien, um die Schwiegereltern zu besuchen. Ich selbst habe sie zum Flughafen Berlin gefahren, um im Anschluss meine Schwester zu besuchen, die dort lebt. Das Flugzeug hatte einen Hydraulikdefekt und musste nach 30 Minuten zum Flughafen zurückkehren. Am Flughafen wurde es nach der Landung schon von einer Einheit Feuerwehr und Rettungswagen empfangen. Hydraulikflüssigkeit lief aus. Man befürchtete wohl Schlimmeres. Schlimmeres blieb aber Gott sei Dank aus und sie konnten in einer Ersatzmaschine störungsfrei die Reise fortsetzen. Jetzt habe ich es gerade sogar gesagt. Gott sei Dank. Als ich aus dem Haus meiner Schwester kam, habe ich kurz nach oben geschaut und spontan gesagt, ich schulde dir einen. Wahrscheinlich hat niemals wirklich Gefahr bestanden und die Rückkehr zum Flughafen war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Dennoch bin ich froh und dankbar, dass das Flugzeug heil zurückkehren konnte, was auch immer der Grund dafür war.
Als ich dann sicher war, den Camino zu laufen, hatte ich mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich hatte inzwischen so viel über den Camino Frances gelesen, dass es nun auch dieser sein musste. Den ganzen Weg von knapp 800 Kilometer zu laufen, war aus zeitlichen Gründen aber nicht drin. Ich entschied mich daher, die halbe Strecke in 3 Wochen zu laufen. Allerdings hatte ich die Vorstellung, über die Pyrenäen zu laufen, aber auch in Santiago de Compostela anzukommen. In 3 Wochen nicht zu schaffen, nicht mal im Dauerlauf. Deswegen hatte ich den Weg in 3 Teile filettiert, um die mir wichtigen und symbolträchtigen Stationen des Camino Frances in meinen Weg einzuflechten. 420 Kilometer insgesamt zu Fuß in 3 Wochen. Das ist für mich schon eine Hausnummer. Selbst meine Frau sagte mir, da hast du dir ja was vorgenommen. Tja, recht hatte sie. Nachdem ich mir einen tollen Rucksack, neue Wanderboots, Pilgerpass, Pilgermuschel und viele andere kleine Helferlein gekauft hatte, wuchs die Aufregung täglich. Für meine Kinder hatte ich einen Camino-Adventskalender gebastelt, um ihnen die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, bis Papa wieder zu Hause ist. Ich hatte dazu eine Landkarte von Frankreich und Nordspanien auf eine Leinwand gepinselt, alle Etappenziele meines Caminos eingezeichnet und mit 2 Pinnwandnadeln abgesteckt. An die Pinnwandnadeln habe ich jeweils 2 Süßigkeiten gehängt, die sie an jeden Tag naschen durften. Selbst die Zugtickets nach Südfrankreich waren reserviert und ein Hotelzimmer in Saint-Jean-Pied-de-Port war gebucht. Ich war vorbereitet. Mein Camino konnte kommen.